Aloha Seekräuter, Aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zum Deep Talk Update 091 steht in den Startlöchern und wir wollen euch in gewohnter Manier hier wieder ausführlich informieren über das Update. Ich habe mir natürlich wieder die gewohnte Verstärkung gesucht, die in der letzten Zeit ziemlich rar war. Ich begrüße Uwe, hallo Uwe. Hallo zusammen, hallo Seebären, hallo Landratten. Ja, was gibt es Neues mit dem Update? Ich hoffe, ihr ladet euch schon mal im Vorfeld den Pre-Patch runter, damit es dann nicht so lange dauert. Und wir, in der Zeit, bringen wir euch jetzt auf dem laufenden aktuellen Stand. Und naja, die Briten, das wissen wir ja schon, die Briten sind da. So ist es, nämlich jetzt Tier 9 und Tier 10 wird dann ab dem 13. Februar ins Spiel kommen, ist aber nicht alles. Wie gesagt, an dem Tag von 6 bis 9 sind die Server down. 2 GB Update dürft ihr runterladen, beziehungsweise schon vorladen, wenn ihr eben wie heißt das Ding noch? Hier diese Tool von Wargaming benutzt. Ja. Ne? Oh, ich komme gerade nicht drauf. Genau, den Game Client. Den also Game Client. Ihr wisst, was wir meinen, glaube ich. Genau. Ist ja, schön. Ja, ist doch mal was Besonderes. Wargaming Center, so heißt das Ding. Ja? Richtig, das ist ein komischer Name, das kann sich doch kein Mensch merken. Genau. Nee, also wenn ihr das benutzt, dann könnt ihr immer schon preloaden und es gibt eine Menge Änderungen. Gibt ein nettes Video hier von World of Warships dazu. Aber ja, am Ende interessieren uns die britischen Kreuzer, die da jetzt dazukommen. Die Drake und die Goliath, Tierstufe 9 und 10. Ihr wisst, was das Besondere ist. Wir haben sehr durchschlagskräftige Aha-Immunition dann auf Tier 9 und T10, ne? Ein Viertel Penetration kommt da. Die sind an sich in der Mitte relativ stark gepanzert, frontal eher nicht so, da haben sie nur 25 mm. Eine gute Brandwahrscheinlichkeit, also gerade die Goliath ist quasi eigentlich ein Westentaschenkornquerer, kann man sagen. Mhm. Aber sonst eben, ja, kürzere Reichweite, aber auch niedrige Entdeckbarkeit miteinander gepaart, ja, und ja, nachher ab T9 kann man ja sowieso die Reichweite nachher nochmal hochskillen. Reparaturmannschaft, super Heal, kann man gleich schon mal vorweg sagen, ist da dabei bei den beiden Kreuzern, sogar bei der Orbe Maul auch schon bei T8. Ja, und die kommen jetzt ins Spiel, die könnt ihr dann freischalten, also erforschen. Frei erforschen und genau. Wer Glück hatte und bisher schon vielleicht im Vorabzugang das eine oder andere Schiff hat von T5 bis T8, der hat den Weg dann halt bis T10 nicht mehr so weit, aber letztendlich ist es ein normaler Forschungsbaum, den wir hier ins Spiel bekommen und ja, ich bin mal gespannt, also ich habe es nur bis T8 geschafft bisher und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja. T8 habe ich auch und ich habe jetzt so viel EP, dass ich die Drake gleich freischalten kann am Donnerstag, freue ich mich schon drauf. Du hast es gut. So, und es gibt natürlich, welche Überraschung, es gibt Direktiven, es gibt neue Direktiven, auf die wir uns alle freuen können und für die Direktiven, es sind insgesamt, das kennt ihr alle schon, 4 Direktiven, wöchentlich eine. Die erste wird direkt nach dem Update verfügbar sein und ab da dann wöchentlich eine. Und wenn man alle 4 Direktiven abschließt, dann gibt es eine Hauptbelohnung. Und zwar kriegt ihr mal wieder ein Schiff geschenkt. Und zwar den englischen Kreuzer T6 London. Ja, aber es gibt natürlich noch mehr. Es gibt nicht nur die London, sondern ihr bekommt noch reichlich Signale, Tarnungen, Kreditpunkte, Kohle, EP. Alles das kennt ihr schon. Und durch das Abschließen der Direktiven erhaltet ihr königliche Marken. Das ist also die aktuelle Währung. Auch das wisst ihr schon, die ändert sich ja immer wieder. Und diese königlichen Marken könnt ihr dann eintauschen. Gegen Premium-Spielzeit, Dublonen, Signale, Tarnungen, alles Mögliche. Oder eben auch gegen einen neuen Captain. So ist es. Und zwar den britischen Kapitän Andrew Cunningham. Der wird für 1000 Marken in der Waffenkammer verfügbar sein. Und das ist wieder mal eine ganz schöne Summe, weil ihr habt ja gerade eben schon gesehen, ich habe es euch eingeblendet, wo ihr wie viel sammeln könnt. Direktiven gibt 550. Tägliche Missionen 500, das heißt 20 pro Tag. Ihr müsst dann quasi sehr, sehr aktiv fahren. Ja, Daily Challenges, da haben wir hier die London, die Cheshire und die Orbe Maul dabei. Damit nur mit diesen Schiffen könnt ihr ganz dedizierte Aufgaben erfüllen. Da gibt es nochmal bis zu 280 Marken, dann den Login-Bonus 50 und eben für die 1000 Dublonen, die ihr in der Waffenkammer ausgeben könnt, für diese Zufallsbündel, die jetzt ja anscheinend immer häufiger dazukommen, hier würde dann nochmal 40 pro Bündel geben. Ne? Ja. Also wer nicht die Zeit hat, das so ganz stringent zu erfahren, der kann sich das dann halt letztendlich über den Umweg, über Dublonen, halt auch so dann über die Zufallspakete freischalten. Genau. Insgesamt gibt es 1380 Marken, lese ich hier, wenn man wirklich alles macht. Ja, und
dann sehen wir hier auch noch, die Cheshire wird erwähnt. Ihr wisst noch gar nicht, dass die released wird. Ich weiß es auch nicht. Ich lese die hier das erste Mal. Und zwar Ende Februar wird dieses Schiff, also ich sag mal von Mitte bis Ende Februar irgendwann wird dieses Schiff dann in den Store kommen. Ich denke zumindest ausschließlich im Store. Es gibt noch irgendwelche Überraschungsmissionen, von denen wir jetzt noch nichts wissen. Aber ja, da kann man sich drauf freuen. 234 mm auf T8. Ja, ich glaube, ist recht zuversichtlich. Oder man kann da schon sich auf jeden Fall drüber freuen. Du hattest sie ja vorher schon im Test sozusagen. Also du bist sie ja schon ein paar Mal gefahren. Und für mich völlig neu ist die London. Die sagt mir noch gar nichts. Und immer, ihr kennt auch das schon, das heißt gar nicht mal wie immer, da muss man immer sehr genau drauf gucken. Wer sich jetzt zum Beispiel die London vorher dann schon im Shop kaufen will, um mit ihr die besonderen Aufgaben zu machen und sie sich aber dann hinterher erspielt, der erhält dafür dann Dublonen. So ist es. Ist auch nicht immer so, manchmal gibt es auch noch Credits, aber in dem Fall gibt es Dublonen. Ja, und wie gesagt, damit verbunden ist dann der Andrew Cunningham, und der kommt mit ein paar netten Talenten daher. So ist es. Und zwar sind das ganz eindeutig Zerstörer- oder Flugzeugträger-Talente. Hier, der hat nämlich drei Talente, die nur einmal in dem Gefecht aktivierbar sind, also jedes Talent ein einziges Mal. Und zwar, ihr macht zweimal Wassereinbrüche und bekommt dann höhere Geschwindigkeit des Schiffs oder eben eurer Flugzeugstaffeln. Oder ihr zerstört zwei Schiffe und kriegt dann von euren ganzen Verbrauchsmaterialien immer eine Aufladung mehr. Oder ihr erhaltet den Erfolg Vernichter. Das ist diese Geschichte, ihr müsst 60.000 Schaden nur durch Flutung oder Brände im Spiel machen. Dann wird eure Ladezeit der Hauptbatterie und der Torpedowerfer oder die Wartungszeit der Flugzeugstaffeln auf dem Flugzeugträger um 10% quasi verkürzt oder beschleunigt, wie auch immer man das sagen will. Also positiv, ne? Ihr habt dann schneller was zur Verfügung. Darüber hinaus gibt es Fähigkeiten, 1000 Sasser. Standardmäßig kriegt er ja 5% Rabatt auf den Cooldown der Verbrauchsmaterialien, dann sind es 10% und bei der Flugzeugpanzerung sind es 11,5% kondiger Schaden, den ihr quasi abprallen lasst. Sonst standardmäßig sind es eben 10%. Ne? Also ist schon ziemlich eindeutig, dass man ihn wirklich für Zerstörer oder Flugzeugträger, klar, auch Kreuzer gibt es mit Torpedos, aber das macht trotzdem nicht so richtig viel Sinn, finde ich. Ja, so ist es. Den meisten Effort, also den meisten Vorteil wird man mit Zerstörern haben und den zweiten meisten wahrscheinlich mit Flugzeugträgern. So ist mein Gefühl. Und dann geht's schon weiter mit den gewerteten Gefechten. Genau. Die sind ja gefühlt, also Clan Wars und gewertete Gefechte haben wir ja gefühlt das ganze Jahr über, ständig. Aber wir sind tatsächlich jetzt bei der 15. Saison der gewerteten Fechte vom 26. Februar bis 24. März, also ungefähr einen Monat mit T10 Schiffen im Format 7 gegen 7 und das Ganze im Gefechtsmodus Wettrüsten, und den kennt der eine oder andere auch schon, ne? Also im Laufe des Gefechts erscheinen Buffs in bestimmten Bereichen, wenn man die einnimmt. Wir haben sie zwar etwas verändert, was man dafür bekommt, aber es ist dann so, dass das ganze Team dann halt diese Buffs bis zum Gefechtsende behält und man kann sie sich sozusagen auch hochstapeln. Also ist im Grunde genommen alles nichts Neues, sage ich mal. Auch in der Mitte gibt es den Schlüsselbereich, auch das kennt ihr schon, der schrumpft mit der Zeit und das Team, das ihn erobert, bekommt Punkte und gewinnt am Ende. Also nichts Neues, aber dem einen oder anderen macht das sicherlich viel Spaß. Hat ein bisschen was von wüste Gefechte mit dem Zentrum, was immer kleiner wird. Genau. Das einzige Besondere, was man vielleicht noch erwähnen soll, ab jetzt sind Flugzeugträger mit dabei. Das war nämlich in der Vergangenheit noch nicht so. Und deswegen, man hatte eben diese Bonis, die man da einsammeln kann, jetzt eben auch die Flugzeuge ausgeweitet. Mit mehr Motorboost und mehr Trefferpunkte bei den Flugzeugen und so eine ganzen Geschichten. Also seht ihr ja alles da eingeblendet. Das ist sicherlich mal spannend, wie das mit den Flugzeugträgern dann so funktioniert. Und ein erster Schritt weiter, die Flugzeugträger wieder ins Spiel mehr zu integrieren, auch bei diesen Ranked Battles, also bei diesen Gefecht. Ja. Genau, dann haben sie ein bisschen was lange schon angekündigt oder länger, sage ich mal, aber jetzt wird es dann umgesetzt. Die Verbesserungen, die Module werden überarbeitet. Die ganzen Funktionsweisen der Schiffe in World of Warships werden komplexer, weil in Zukunft eben mehr Module oder Verbesserungen im Spiel verfügbar sind und teilweise auch bestehende Module, die schon da sind, zusammengelegt werden, sinnvoll zusammengelegt werden, wie ich persönlich finde. Bis auf eine Sache, muss ich gerade ehrlich sagen, die haben sie nämlich gerade erst gestern nochmal genervt, bevor sie jetzt quasi überhaupt auf den Live-Server bringen.
Ja, hier das Torpedo-Lookout-System, also das Torpedo-Ausschau-System, wenn man dazu sagen will, oder Aufklärungssystem, das geht, das sorgt dafür, dass Torpedos jetzt immer, egal wie wenig weit die Torpedos zu entdecken sind, Tiefwasser-Torpedos geht ja teilweise unter 1 Kilometer erst auf, würde dann immer bei 1,8 Kilometer aufgehen. Vorher war da eben noch plus 5% Torpedoschutz dabei, also dass der Torpedo dann auch weniger Schaden am Schiff macht. Mhm. Und das haben sie rausgenommen. Aber es gibt auch sinnvolle Sachen, zum Beispiel hier die Engine Room Protection. Da wird dann das Steuergetriebe und der Motor an sich geschützt. Vorher gab es da zwei einzelne Module für. Oder eben hier die Hilfsbewaffnungsmodifikation 2. Das ist jetzt Flak und Sekundär zusammengelegt. Man muss sich nicht mehr entscheiden in dem sechsten Slot, ob man Flugabwehr oder Sekundär verbessert, sondern man verbessert jetzt immer beides auf einmal. Halte ich auf jeden Fall generell für sinnvoll und für vorteilhaft. Ich hab bloß ein bisschen die Befürchtung, dass es langsam zu komplex für Einsteiger wird. Wer jetzt ins Spiel kommt, sieht sich mit so vielen unterschiedlichen Sachen konfrontiert. Da hoffe ich, dass sie irgendwo die Balance halten können, dass es nicht zu erschlagend ist. Aber klar, ich finde die Verbesserung durchaus auch sehr gut. Gut, das mit den Torpedos, ja. Aber ansonsten sind schon schöne Sachen dabei. Was ich sehr gut finde, ist, dass die Diversität der einzelnen Schiffe und Spieler dadurch ein bisschen mehr gewürdigt wird. Nicht jeder fährt automatisch mit der gleichen Bewaffnung und den gleichen Modulen und du kannst dir genau ausrechnen, wie er reagieren wird, sondern das wird jetzt ein bisschen komplexer. Der eine fährt lieber so. Also es entspricht auch ein bisschen mehr den Spielweisen der einzelnen Leute. Und ich glaube, da können wir alle nur von profitieren. Also ich denke, gerade auf einem Torpedo-DD, wo man vorher Zielsystemmodifikation skillen musste, damit die Torpedowerfer sich schneller drehen, kann man eben jetzt so Torpedo-Tube-Modification einbauen. Die dann unter anderem zum Beispiel noch die die Torpedogeschwindigkeit erhöht, ja, und eben auch die Ausfallrisiko der Torpedowerfer senkt, ja, das finde ich eigentlich eine ziemlich interessante Sache. Mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Das ist ja, ihr wisst ja, World of Warships wird permanent weiterentwickelt und am Ende, wenn da irgendwo festgestellt wird, dass das viel zu stark sein sollte auf dem Live-Server, dann wird sicherlich auch etwas weggenommen davon oder verändert, abgeschwächt. Ja, prinzipiell, ihr habt ja jetzt schon Verbesserungen eingebaut. Solltet ihr eine Verbesserung haben, die jetzt quasi gelöscht wird, also eine der rot markierten hier, dann bekommt ihr dafür die Ersatzmodifikation direkt ins Schiff eingebaut. Aber nur dann, wenn ihr eine der roten schon direkt eingebaut habt. Habt ihr eine der roten im Inventar, dann werden die roten, also quasi die jetzt abgeschafft werden, direkt verkauft und ihr bekommt die volle Summe zurück. Also nicht 50%, sondern die volle Summe in Credits erstattet und ihr müsst euch dann halt dann die neuen Module entsprechend kaufen. Das ist nur mal so als Hinweis für den Fall, dass ihr euch da Sorgen macht, dass euch jetzt irgendwann weggenommen wird. Dem ist nicht so. Ja, das finde ich also auf jeden Fall schon mal auch eine sinnvolle Sache. Eigentlich geht es direkt weiter, Entschuldigung, genau. Und zwar mit dem Wehrpass. Und das passt nämlich jetzt auch, warum der Wehrpass überarbeitet wird. Weil nämlich hier auch die Upgrades überarbeitet wurden. Und ich gehe davon aus, dass das jetzt irgendwie da auch mit einfließt, dass die Leute, gerade die jetzt neu anfangen, eben da vielleicht besser angelernt werden auf dem Weg dahin vielleicht. Es ist nicht nur das. Sie haben vor allem auch die Anzahl der Gefechte, die waren ja doch teilweise recht hoch. Und da haben sie, nachdem sie das so umgestellt haben, haben sie festgestellt, die Wehrpassstufen, wir setzen die Anzahl der Gefechte, die man bis zum nächsten Upgrade oder bis zum nächsten Update braucht, setzen wir einfach ein bisschen runter. Das bedeutet natürlich aber auch im Nachgang für alle die das schon durchgespielt haben, dass sie jetzt quasi noch ein bisschen Geschenke kriegen. Ist alles auch schon mal erwähnt worden, nur ganz kurz, kann man ja auch sagen. Also alle Spieler, die bereits den letzten Stufe des Wehrpasses erreicht haben, und das hat man, wenn man bis C10 oder so gekommen ist, die bekommen jetzt halt automatisch in den Hafen gestellt 15.000 Kohle, 4 Tage Premium, ein Supercontainer, ein paar tägliche Container, Verbesserung, verbrauchbare Tarnung und, und. Also ist so ein kleines, nachträgliches Weihnachtsgeschenk, kann man sagen. Und für alle die jetzt neu anfangen, die brauchen halt nicht mehr so lange, sich hochzuspielen, bis sie die Endstufen erreichen, sondern der Wehrpass lässt sich sozusagen schneller erledigen. So ist es. Interessant ist auch, dass hier schon die neuen Module mit dabei sind. Gleich das erste Modul ist, glaube ich, ein neues Modul. Und das dritte Modul hier auch, da diese Kombination zwischen Sekundär und Flak. Ja, was man vielleicht noch erwähnen sollte, ist,
die einzelnen Stufen auf dem Wehrpass nach oben, die wurden überarbeitet. Das ist teilweise kürzer, aber nach dem, was ich gehört habe oder was ich weiß, ist die letzte Stufe, also wird am Ende genauso lange dauern wie vorher, nur dass die Reihenfolgen der Achievements verändert wurden und teilweise die Dauer zwischen den Stufen verkürzt wurde. Ich vermute, dass zum Beispiel von 14 auf 15 immer noch sehr, sehr lange sein wird oder vielleicht sogar länger als vorher. Das ist so meine Vermutung. Ich habe es jetzt nicht genau nachgespielt auf dem Testserver, um bis zur Wehrpassstufe 15 zu kommen. Ja, wir sind ja immer noch auf dem amerikanischen Server dabei, uns das hochzuspielen. Das konnte uns dann auch entgegenkommen, dass wir da auch ein bisschen schneller vorankommen. So ist es. Ja. So, wir kommen zur Waffenkammer und da gibt's dann gleich noch einen neuen Kapitän. So ist es. Also Philipp Arbeneau kommt ins Spiel, beziehungsweise er ist ja eigentlich schon im Spiel. Er konnte ihn damals, als die französischen Zerstörer ins Spiel kamen, gab's den in der zweiten, im zweiten Update-Zyklus sozusagen, gab's den auch in der Waffenkammer oder zu erspielen irgendwie. Und der wird jetzt in Zukunft für Kohle erhaltlich sein. 175.000 Kohle müsst ihr dafür berappen, wenn ihr ihn nutzen wollt. Ja, und dann verschwinden Schiffe aus der Waffenkammer, Uwe. Genau. Also ganz schnell nochmal zur vorne zum Schalter gehen und die Smolensk, die Jambar, die Neustra Chimi, die Flint und die Black werden vorübergehend einige, andere weiß man noch nicht wie lange, aus dem Spiel verschwinden. Also wer noch keine Jambar hat oder noch keine Smolensk und sie haben wollte, der hat jetzt wirklich ganz, ganz, ganz kurz nur noch Zeit. Und was man schon weiß, ist, dass zum Beispiel die Flint und die Black und ich glaube auch die Neustra Chimi so, naja, frühestens in 6 Monaten dann wieder ins Spiel kommen werden, dann allerdings nicht mehr als Stahlschiffe, wie sie bisher waren, sondern dann wird man sie als Kohleschiff erwerben können. Bei der Smolensk und bei der Jambar, ich glaube, das wird ein bisschen länger dauern, bis wir die wiedersehen. So ist es. Das ist auch die Info, die ich so habe. Ja, die Stahlschiffe, die alten Stahlschiffe, sind quasi jetzt in die Jahre gekommen, könnte man sagen. Also gerade die Flint und die Black. Ehrlich gesagt, die Black ist richtig stark. Auch die Flint ist auf der Tierstufe immer noch richtig stark. Was Besonderes mit Nebel und so weiter. Ihr könnt euch daran erinnern, wir hatten vor kurzem den Livestream Stahl- und Kohleschiffe. Da sind wir beide Schiffe gefahren. Auch sogar die Neustra Chimi. Die hat eine Menge Spaß gemacht. Die Neustra Chimi-Runde war, glaube ich, nicht ganz so gut. Aber beide Schiffe waren, hier Black und Flint, waren spaßig. Die werden jetzt in Zukunft halt für Kohle reinkommen. Ist ein bisschen ärgerlich, ne? Weil früher gab es die Flint, wenn man 3-mal die gewerteten Gefechte Platz 1 belegt hat. Und die Black, wenn man das 5-mal geschafft hat. Das war früher die super Belohnung. Und jetzt ist es 2 Jahre her, kann man bald sagen, dass diese Schiffe in die Waffenkammer gekommen sind. Ja, und du hast vorhin einen ganz tollen Vergleich gebracht. Den möchte ich an der Stelle mal gerne wiederholen. Du hast nämlich gesagt, auch bei Handys, also bei Smartphones, ist es ja so, dass die super teuer sind, man muss richtig viel Geld für tolle Sachen hinlegen und in 1-2 Jahre später werden sie dann halt immer billiger und werden zum Schluss als verramscht, genau. Verramscht würde ich jetzt hier nicht sagen, aber es ist halt wirklich so, dass man dann sagt, okay, wir können einem heute nicht mehr zumuten, für die Flint jetzt noch Stahl auszugeben, weil sie ist halt vielleicht nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit mit den anderen Schiffen. Die Erwartungen sind halt auch wieder verändert worden, ne? Ganz klar. Stahlschiffe ganz klar. Müssen jetzt immer T10 sein, hat man das Gefühl, ja? Mhm. Und Kohleschiffe genau können so. Eben auch niedrigere Stufen sein. Und die Black ist T9, die Flint ist T7. Logisch, irgendwo dann schon fast logisch, wenn man die heutige Entwicklung sieht. Ja, ne? Passt einfach dort mehr in die Kohleschiffabteilung. Und naja, man kann es auch umgekehrt sehen. Ja. Man kann auch sagen, okay, es ist Platz für neue Stahlschiffe. Und insofern, vielleicht erwarten wir dort demnächst dann auch den einen oder anderen Neuzugang. Sind ja auch angekündigt worden. Ein neues Stahlschiff ist die Yashima, da kommen wir nachher nochmal. Dann geht's zu einer neuen Karte, ne? Das ist Abschnitt 9 sozusagen. Nördliche Gewässer. Da möchte ich ganz gerne noch darauf hinweisen, wer das jetzt noch nicht abwarten kann und die neue Karte schon mal in Aktion sehen möchte. Dem lege ich unser Video an Herz, Vorschau auf Update 091. Da sind wir auf der Karte unterwegs und ich habe euch ein paar tolle Kameraperspektiven eingefangen, um so ein bisschen die Atmosphäre der Karte so genießbar zu machen. Also in-game, richtig Gameplay ist das. Da könnt ihr da schon mal ein bisschen was einfangen von so ein bisschen wirken lassen. Ehrlich gesagt finde ich das eine der gelungensten Karten, die gibt, zumindest rein von der Atmosphäre her. Vom Spielerischen her kann ich es ja noch gar nicht so richtig beurteilen. Wird man dann sehen. Ihr seht hier viele freie Bereiche, rechts dann ganz viele Inseln, so ein bisschen wie bei Gefahrenherd, wo das auch rechts diese vielen Inseln gab und in der Mitte und links dann eher den offeneren Bereich. Also könnt ihr euch auf jeden Fall mega drauf freuen. Ich mache euch hier nochmal ein paar Bilder groß. Wirkungsweise hier auch mit dem Nebel, der ist übrigens echt, ja, der bewegt sich auch, der wird generiert sozusagen, ist Teil der Szenerie, ihr könnt euch da drinnen nicht verstecken,
Ja, aber er bringt natürlich Atmosphäre, überträgt sich quasi ziemlich geil die Atmosphäre auf euch, also auf mich zumindest, hat es sehr, sehr besonders gewirkt, sage ich jetzt einfach mal. Habe ich versucht auch in dem Video so ein bisschen darzustellen. Also legt euch ans Herz, gerade bei dem Video, was ich euch quasi gerade oben empfehle, die letzten 2-3 Minuten, da müsst ihr reinschalten, wenn ihr das nochmal sehen wollt. Dann kommen wir schon zur weiten Erinnerung. Genau. Es wurde ein bisschen am Interface gebaut und gebastelt und verändert. Und ihr habt jetzt zum Beispiel die Möglichkeit, das finde ich persönlich ganz gut, mit einer Tastenkombination, also Steuerung J, ist das, dass ihr die einzelnen Elemente im Gefecht ausblenden könnt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen, der gerne auch mal einen Screenshot während eines Gefechts macht, wo man jetzt hier so Steuerelemente und ähnliche Sachen nicht so unbedingt braucht, ganz nice. Und ja, was ich interessant finde, was ich noch nicht gesehen habe, Sie sagen, Sie haben das Symbol für den Schiffstyp Zerstörer überarbeitet. Das war ja bisher immer so ein kleines Dreieck. Ich frage mich, was da jetzt kommt. Ehrlich gesagt ist mir das auch nicht so richtig aufgefallen. Sie haben es vielleicht einen Ticken feiner gemacht, sage ich jetzt einfach mal. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, was Sie jetzt meinen. Ich war auf dem PTS unterwegs, mir ist jetzt nicht im ersten Augenblick aufgefallen. Zur Tastenkombination Steuerung J, das ist eher nochmal eine Zusatzinfo, weil Steuerung G funktioniert heute schon. Also wenn ihr jetzt im Spiel unterwegs seid und Steuerung G drückt, dann verschwindet diese HUD auch, also diese Head-Up-Display, und jetzt in Zukunft wird es eben Steuerung J sein. Ne? Also das haben sie jetzt umgelegt. Habe ich auch einen Moment gebraucht, bis ich es auf dem PTS rausgefunden habe. Aber gut. Eigentlich geht's weiter dann mit der Flugabwehr. Und die Flugabwehr, da hatten wir uns ja immer drüber geärgert, ne? Dass die so ein bisschen komisch angezeigt wird. Bis jetzt mussten wir uns immer auf diese AA-Defense, auf diesen totalen Wert da verlassen. Und in Zukunft wird's eben jetzt unten einen durchschnittlichen, kontinuierlichen Schadenswert angezeigt bekommen. Und eben auch den Wert der Explosionen, die Sektorverstärkung, die ja unterschiedlich sein kann. Beim Schlachtschiff sind's hier in 35% und die Maximalreichweite der Flugabwehr. Ihr habt jetzt quasi alles auf einmal. Dann gibt's einen Tooltip, ihr könnt per Mouse-Over drüber fahren und seht dann genau aufgefächert Kurz-, Mittel- und Langstrecke, Trefferwahrscheinlichkeiten und so weiter. Dann gibt's einen Koeffizientenberechnung, wie genau sich der durchschnittliche Schaden da berechnet und so weiter. Ich will euch das jetzt ehrlich in der Flaschenpost ein bisschen ersparen, da wieder der Durchschnitt genau errechnet wird. Ich hab's mir einfach mal so durchgelesen und find's im ersten Moment nachvollziehbar und sinnvoll, wie sie das berechnen. Muss man mal sehen, wie sie das in der Praxis bewahrheitet. Ich bin erstmal ein Freund davon, wie sie das jetzt anpassen, weil jetzt viel, viel eindeutiger ist. Ist mein Schiff stark oder ist mein Schiff schlecht? Ja, in der Flugabwehr. Ne, wenn ich da 300 stehen habe, dann kann ich das mit einem anderen Schiff vergleichen. Wenn da nur 100 steht auf der gleichen Tierstufe, weiß ich, wie viel schlechter meine Flugabwehr ist. Und nicht mehr 25 oder 86. Das bringt mir irgendwie überhaupt nichts. Also, das ist eine tolle Verbesserung, meine Meinung. Und man kann das jetzt übrigens über die Taste H auch abrufen. So ist zumindest das, was ich hier rauslese. Man kann jetzt im Gefecht die Taste H drücken und dann sieht man, wie viel Stärke und Schwäche man hat, oder je nachdem. Ne? Ich denke mal, wir lassen uns überraschen und werden es dann austesten und dann sehen wir ja alle, ob wir gut damit klarkommen. Umstellungen gibt's immer und warum nicht? Warum es nicht ein bisschen einfacher machen? Weil, wie du richtig sagst, dieser Defense-Wert, den man da teilweise eingeblendet hat, da haben wir uns früher halt nach drauf ausgerichtet, ne? Mit 85 Punkten war man schon toll, aber das sagt nicht so richtig wirklich was. Insofern finde ich das schon ganz gut. Vor allen Dingen, weil er sich ja auch nicht mehr geändert hat, seitdem die Flak da überarbeitet wurde. Da konntest du Module einbauen und er war der gleiche Wert wie vorher. Und ganz früher, bevor die Flak überarbeitet wurde, da hat der Wert sich wenigstens noch geändert. Also da hat man noch gesagt, okay, man hat jetzt so und so viel mehr, keine Ahnung. Jetzt ist es, denke ich, eindeutiger und viel besser nachvollziehbar für alle, ob Neulinge oder eben erfahren. Ja. Kommen wir zur Game Balance. Ja, ganz, ganz viele Schiffe haben sich ganz, ganz viel geändert. Nein, Quatsch, so viel ist es gar nicht. Hauptsächlich haben sie an den Torpedos einiges gemacht. Bei einigen hat sich die Ladezeit verändert, bei anderen hat sich ein Sigma-Parameter verändert und so weiter. Also es gibt ein paar Änderungen für etliche Schiffe, kann man nachlesen, aber es ist jetzt nicht so was wahnsinnig Dramatisches, finde ich. Ja, also was man vielleicht erwähnen sollte, die russischen Schlachtschiffe wurden hier genervt, also auch wenn nur leicht genervt, um 0,05 Sigma. Das hört sich erstmal nicht so viel an, aber Sigma-Wert hat doch relativ großen Einfluss im Spiel. Na klar, auch immer im Verhältnis der Streuungsellipse, aber Sigma ist schon ein wichtiger Wert. Ja, sonst kann man sagen,
es ist hauptsächlich Zerstörer und lastig hier oder Torpedolastig, ne? Da wird mal ein Knoten raufgepackt oder Nachladezeit um 3 Sekunden reduziert. Aha. Also wirklich nicht kriegsentscheidend aus meiner Sicht. Es ist aber ein Richtungszeig. Man verbessert jetzt zum Beispiel auch die Siliwangi, die Wukong. Die bekommen alle einen ganz, ganz kleinen Mini-Mini-Buff sozusagen. Ja, die Irian zum Beispiel, ein Torpedo, einen Knoten, also von 68 auf 69 und die Nachladezeit wird runtergesetzt, ist völlig OP, dieses Schiff. Die neue Kutuzov. Nein. So, also, apropos neue Schiffe. Da ja. Gibt's dann auch etwas. Es gibt ein paar, da wird sich vor allem der Andi sehr drüber freuen, es gibt ein paar neue Testschiffe. So ist es. Ich freue mich jetzt schon mega drauf und ich werde, ihr werdet euch sicherlich auch drauf freuen. Es ist nämlich so, dass die Aegir, also der T9, Kreuzer der Deutschen, als Testschiff verfügbar wird. Genauso wie die Yashima, das ist dieses Schiff, was ich eben schon erwähnt habe, was für Stahl in die Waffenkammer kommen soll, irgendwann mal, wenn es fertig getestet ist und dieses Überkaliber hat, 510 mm, wenn ich mich recht entsinne. Dann die Arashi, ja, da werde ich wahrscheinlich weniger mitfahren gefühlt. Das las sich bei den statistischen Werten da schon so ein bisschen, keine Ahnung, also nicht besonders, sage ich jetzt einfach mal. Und die Orkan, ich kann mich da ehrlich kaum noch dran erinnern. Den Namen habe ich schon mal gehört. Sagt mir noch gar nichts. Aber ich überhaupt noch nicht gelesen. Aber mein Gefühl sagt mir, die Orkan wird irgendwie ein Belohnungsschiff werden im Raum für die paneuropäischen Zerstörer, wenn die nämlich nachher, die kommen ja mit Update 092, da gibt's demnächst noch ein Video bei uns auf dem Kanal zu. Und da wird die Orkan sicherlich nachher auch so eine Art Rolle spielen, wie die Siliwangi bei den Panasiaten. Das vermute ich jetzt mal. Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, nicht öffentlich. Also irgendwie ja, stehend, sage ich jetzt mal. Was man vielleicht auf jeden Fall noch erwähnen sollte, Szenario Narai wird aus technischen Gründen aus der Rotation der, Mission der KI, der Woche, Mission der Woche war genau, das, ja? Mission der Woche entfernt. Ja, ist gut, dass sie das machen, muss ich sagen. Okay. Weil es gab doch sehr, sehr viele Probleme. Manchmal konnte die Mission der Woche in der Reihe nicht richtig beendet werden. Es gab viele Leute, die gesagt haben, die ist teilweise unspielbar geworden und so weiter. Also ist es gut, dass sie sagen, sie nehmen sie raus. Vielleicht überarbeiten sie und sie bringen sie nochmal rein, aber hoffen wir. Erst einmal weg. Genau. Hoffen wir es. Sie haben ja schon gesagt, dass sie eigentlich in diesen Operationen nicht weiterarbeiten wollen. Ja, schade eigentlich. Eigentlich schade, aber ich hoffe zumindest, dass für die Fans der Operation, die ja doch zahlreich sind, diese Mission irgendwann zurückkommt. Dann gibt's noch eine Rekrutierungsbüroflagge, einfach nice to have. Und dann gibt's sonstige Änderungen und Verbesserungen. Da können wir eigentlich nur auf eine Sache eingehen, die wirklich irgendwie relevant ist, sage ich jetzt einfach mal. Gibt's wirklich nur eine Sache. Und das ist die Grimiaci-Geschichte. Zweite Farbschema bei der Tarnung hinzugefügt. Man kann ja, wenn man diese russischen Mission da fertig gemacht hat, dann kann man ja, also wenn man diese Sammlung fertig hat, dann konnte man ein zweites Farbschema bei der Tarnung aktivieren. Für die Grimiaci gab es das noch gar nicht und jetzt haben sie das eben nachgereicht. Alles andere sind eigentlich geometrische und optische Geschichten, die sich echt ein bisschen verändern. Was eigentlich? Eigentlich gibt es hier nichts Dramatisches, was wir hier schon in der Vergangenheit hatten. Es gibt wirklich winzige Fehlerbehebungen, ein falsches Fadenkreuz vom Flugzeugträger und so weiter. Also wirklich Kleinigkeiten, die da geändert werden, die Anzeige des Sprachbalkens und das könnt ihr euch, glaube ich, alles selber durchlesen. Wenn euch das interessiert, auf jeden Fall. Ja. Genau. Naja, und dann sind wir einmal durch dieses Update. Auch das ist wieder zahlreich. Ganz besonders freue ich mich auf die Karte, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Karte, den Kapitän, da freue ich mich auch drauf. Die Cheshire, ich bin immer besser klargekommen mit dem britischen schweren Kreuzer. Zum Schluss habe ich ein bisschen mehr angefreundet mit denen. Also von daher, ich glaube, das wird schon cool. Mal schauen. Schauen wir mal. Genau. Auf uns wartet und wie sich die ganze Geschichte entwickelt. Wir werden alle erstmal kämpfen, dass wir die Direktiven schaffen und die London bekommen. Und ein zusätzliches geschenktes Schiff, da sagt man natürlich nicht nein. Ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, wir haben euch gut informiert. Wir haben euch so ein bisschen eingestimmt auf das neue Update. Denkt dran, wirklich kann man immer nur wieder empfehlen, ladet den Pre-Patch vorher schon, dann wird es am Donnerstag leichter für alle oder für euch vor allem. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns dann, wenn es heißt Update 091. Genau, und zwar am Donnerstag, das ist dann der 13.02. Da gibt es einen Livestream, genau. Welcome Update 091, erklären wir nochmal alles. Dahin sag ich, oder sagen wir beide, danke für eure Zeit und bis zum nächsten Livestream hier auf dem Kanal, ne Uwe? Genauso ist es. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.